Weltweit ertrinken rund 450'000 Menschen jedes Jahr. Auch in der Schweiz ertrinken durchschnittlich 45 Menschen pro Jahr. Die meisten davon in Flüssen oder in Seen. Bei einem Ertrinkungsunfall geht es zuerst darum, dass man die eigene Sicherheit immer in den Vordergrund stellt. Also, bevor ich jemanden hole, muss ich zuerst schauen, ist die Umgebung sicher? Kann ich zu den Betroffenen hin? Ist es gerade am Gewittern oder ist das Wetter gut? Wenn die Sicherheiten gegeben sind, dann kann ich rein, wenn ich ein guter Schwimmer bin, wenn ich eine gute Kondition habe, wenn ich gerade gegessen habe und ich in guter Verfassung bin, gehe ich zum Ertrinken hin und gehe ihn retten. Am besten wäre es natürlich, wenn man ein Brevet hätte oder natürlich ein Hilfsschwimm. Wenn ich jetzt ein Laie bin, gibt es überall in den Badis Hilfsschwimmen. Weil die am Ertrinken sind, ja natürlich extreme Panik. Dass man nicht selber ins Wasser reingezogen wird, soll man die Hilfe brauchen und dann die Leute aus dem Wasser ziehen. Und dann ist das Wesentlichste, wirklich, Beatmung ist einfach das A und das O. Leute, die am Ertrinken sind oder leider schon bewusstlos sind oder in einer Reanimationssituation, die können nicht auf Beatmung verzichten. Die brauchen Sauerstoff, weil die einen massiven Mangel haben. Das ist das Allerwichtigste. Und am besten nimmt man zur Hilfe eine Taschenmaske, damit man nicht persönlich in Kontakt kommt mit der Mund-zu-Nas- oder Mund-zu-Mund-Beatmung. Auch hier ist der Eigenschutz wieder an oberster Stelle. 5 Beatmungsstöße und dann kann man anfangen reanimieren. Die Mitarbeiter der Badeanstalt Erlenbach haben ihr Wissen rund um solche Notfälle auffrischen und bei Notfalltraining Schweiz einen Kurs gebucht. Wir haben eine Nothilfeschulung gemacht mit ganz verschiedenen Fallbeispielen. Das war natürlich für uns sehr interessant. Also wir haben schon vorzugehen, ein bisschen abklären, in welche Richtung das gehen wird. Und ja, wie es eigentlich angesagt worden ist, sind wir ziemlich getrimmt worden. Also sie haben uns sehr aus der Reserve können locken. Wir haben Themen besprochen, wenn jetzt jemand einen Herzkreislaufstillstand hat, wo wir dann wirklich können die Übungen machen können. Den ganzen Ablauf miteinander. Also sicher, dass wir auch so ein bisschen im Team richtig funktionieren tun. Ich glaube, das war auch nochmal interessant, weil wir doch auch ein grösseres Team sind und nicht alle miteinander gearbeitet haben. Und jetzt haben wir doch auch so gegen Ende zu gemerkt, dass wir nochmal auch besser harmoniert haben. Das war eigentlich auch das Ziel, dass wir so ein bisschen miteinander in dieser Schulung so ein bisschen zusammenwachsen tun. Meistens passieren in der Body aber Bagatellunfälle wie Schürfungen, Schnitt, Speisen oder allergische Reaktionen. Auch das ist der Kurs eingegangen. So kleinere Sachen passieren natürlich immer wieder. Sonst schauen wir eigentlich, dass wir uns relativ gut vorbereitet auf die Saison, dass wir sicher auch so ein bisschen vorbeugen können. Wir haben da relativ strikte Regeln, die wir durchsetzen. Da dürfen wir im Zimmer aber auch ein bisschen strenger. Ich glaube, das ist etwas, was nicht viel Spatzung hat, weil es ist doch auch sicher wichtig. Ja, ja. Also man sieht jetzt und man hört auch immer wieder, in der ganzen Schweiz passieren Sachen. Wir wollen da schon schauen, dass wir da auf dem aktuellsten Stand sind und auch die Leute dort abholen können, wie wir es wollen. Vor allem auch die Mitarbeiter, dass die safe sind, weil schlussendlich sind die, die in diesem Fall dann sind, wenn mal etwas passiert. Und dann lieber hat man etwas mehr gemacht, als etwas zu wenig. Nicht berühren. Au! Mit Wiederbelebung. Du musst ja auch nicht mehr zuvor stehen. Bist du jetzt nicht dran gekommen? Haben sie nicht geschaut? Komm, nicht stolz. Hast du jetzt einfach gedrückt? Strom, ja, du, aber macht jetzt hier etwas an dem? Das ist ja, also, dann muss man wieder wiederbeleben. Also, da ist ja nicht fertig. So, ab der Asphalt. Ja. In einem dreistündigen Kurs am frühen Morgen, noch bevor die Body aufgegangen ist, haben die Mitarbeitenden mit viel Fallbeispiel ihr Wissen aufgefrischt und viel Neues dazugelernt. Mehr zu Ertrinkungsunfällen und zu anderen Notfällen-Buddies lesen Sie auf safety-security.ch.